Ich bin zwar kein Chart-Analyst oder Experte in diesem Bereich, aber es gibt zurzeit ein Pattern auf dem Bitcoin-Chart, was extrem wichtig ist. Und so viel nehme ich schon mal vorweg, dieses Pattern spricht für eine Continuation unseres Trends. Und das, was wir vor dem Pattern gesehen haben, war natürlich ein bärischer Trend. Das heißt, dieses Pattern spricht jetzt dafür, dass unser bärischer Trend weiterhin fortgeführt wird. Und um genauer zu sagen, das Preisziel dieses Patterns befindet sich bei $24.000. Das soll aber nicht der Hauptteil dieses Videos sein. Heute soll es mal wieder größtenteils um Terra Luna gehen. Und ja, ich weiß, die meisten haben mittlerweile die Schnauze voll von diesem Thema. Aber es ist für den Kryptomarkt nun mal trotzdem extrem relevant. Und es gibt nun wieder ein paar sehr spannende Änderungen und Erkenntnisse, die ich mit euch teilen möchte. Und sogar einen Vorwurf, dass Doquan vor dem Crash schon wusste, dass der Crash stattfinden würde. Für alle, die neu hier sind, mein Name ist Sami und ich bringe euch hier jeden Tag die aktuellsten und spannendsten News im Kryptomarkt in wenigen Minuten. Auch noch für alle, die neu hier sind, es läuft aktuell auf meinem Kanal ein 2.500 € Giveaway mit der Crypto Exchange Bitvavo. Die ersten 100 Signups bekommen noch bis zum 31. Mai 20 € gratis als Startguthaben auf ihr Konto überwiesen und 5 davon haben noch die Möglichkeit 100 € zusätzlich zu gewinnen. Für mehr Infos einfach den ersten Link in meiner Beschreibung abchecken und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wenn man zurzeit auf den Bitcoin-Chart schaut, dann sieht das Ganze eigentlich ziemlich langweilig aus. Die letzten Tage sind wir um die $30.000 herum einfach am Konsolidieren gewesen. Aber was tatsächlich passiert, ist, dass der Kurs ein Symmetrical Triangle formt. Und für alle, die es nicht wissen, ein Symmetrical Triangle entsteht, wenn der Preis so konsolidiert, dass zwei konvergierende Trendlinien mit einer ähnlichen Steigung entstehen. Und genau das sehen wir gerade. Oben haben wir die fallende Trendlinie und unten die steigende Trendlinie. Das Ganze spitzt sich dann zu bis hin zum sogenannten Apex. Jetzt ein Symmetrical Triangle ist in der Regel ein Continuation Pattern, das heißt, es verlängert den bisherigen Trend. Und wie man unschwer erkennen kann, ist der bisherige Trend bärisch gewesen. Das heißt, natürlich könnten wir auch nach oben hin ausbrechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir eben hier nach unten hin ausbrechen. Und das Preisziel, welches man bekommt, indem man den breitesten Abstand des Symmetrical Triangles misst und auf den Breakout Point ansetzt, befindet sich hier bei ca. $24.000, ein Preisniveau, wo ich auf jeden Fall nochmal gut nachkaufen würde. Ob der Preis aber letztendlich nach oben oder nach unten hin ausbricht, werden wir spätestens am 25. Mai wissen, denn dann wäre der Apex erreicht. So, und jetzt schauen wir uns noch die aktuelle Lage rund um Terra Luna an. Zunächst möchte ich etwas ansprechen, was ich persönlich von Terra und vor allem von Doquan etwas falsch finde. Wie die meisten von euch wissen, hat Doquan vor ein paar Tagen den sogenannten Terra Revival Plan angekündigt, wo die Blockchain geforkt werden soll und die alte Chain zu Luna Classic mit dem Token LUNC umbenannt wird und die neue Chain einfach Terra Luna bleibt, aber nicht mehr an den UST Stablecoin gebunden ist. Ob das Ganze so funktionieren wird, ist eine andere Frage, aber was in diesem Proposal unter der Nummer 1632 auch noch dabei war, ist ein Distribution Plan der neuen Luna Token, also wer aus der Community wie viele Token per Airdrop zugeteilt bekommt. Das Merkwürdige ist, dass obwohl das Voting für das Proposal schon vor 3 Tagen gestartet wurde und auch schon über 200 Millionen Menschen abgestimmt haben, Doquan jetzt noch im Nachhinein 3 Änderungen am Plan vorgenommen hat. Darunter, dass die anfängliche Menge der Token, die bei der Ausgabe handelbar sein werden, von 15% auf 30% erhöht werden, dann die Einführung eines neuen Liquiditätsprofils und die Verringerung der Allokation für einige Holder, wie beispielsweise, dass Post-Attack-Holder von UST nur noch 15 anstatt 20% vom Gesamtbestand der Token erhalten. Es sind also auf jeden Fall keine kleinen Änderungen und normalerweise werden Änderungen an einem Vorschlag ja im Voraus und nicht während einer Abstimmung vorgenommen. Ich selbst bin da eh nicht so stark involviert, da ich weder Luna noch UST gehalten habe, aber für die, die wirklich betroffen sind, ist das meiner Meinung nach echt unfair. Weil auch wenn der Prozentsatz der Nein-Stimmen nach dieser Änderung etwas nach oben gegangen ist, liegt dieser trotzdem mittlerweile bei nur knapp über 16%. Und wenn dieser nicht mindestens 33,4% erreicht, dann geht das Proposal so durch. Genau wie beim Symmetrical Triangle werden wir es aber dann am 25. Mai wissen, wenn das Voting beendet ist. So, und zum Schluss möchte ich noch auf einen Vorwurf gegenüber Terra eingehen, dass Doquan schon Tage vor dem Crash wusste, dass Terra einstürzen würde. Es gibt ja aktuell extrem viele Spekulationen
rund um Terra. Eine der wahrscheinlich bekanntesten Theorien kommt jetzt aber zurzeit aus Südkorea. Es scheint nämlich so, als wären einige sehr reiche und mächtige Südkoreaner in Luna oder UST investiert gewesen und die meinen es jetzt richtig ernst. Einerseits schauen südkoreanische Staatsanwälte aktuell, ob sie Do Kwan wegen der Durchführung eines Ponzi-Schemes anklagen könnten, da er anscheinend nicht nachhaltig hohe Festzinssätze auf UST-Einlagen über das Anchor-Protokoll versprochen hätte. Das kommt kurz nachdem eine Gruppe südkoreanischer Investoren erst eine Strafanzeige gegen Do Kwan wegen Betrug und anderen finanziellen Verstößen eingereicht hätte. So richtig spannend wird es aber erst jetzt, und zwar sollen neue Dokumente aus Südkorea nun belegen, dass Terra wenige Tage vor dem Crash bereits die Schließung der Firmenbüros eingeleitet hat. Die entsprechenden Dokumente vom südkoreanischen Gewerbeamt zeigen nämlich, dass der Terra-Geschäftsführer Do Kwan erfolgreich die Auflösung der beiden betreffenden Filialen und der gesamten Firma beantragt hat. Sowohl die Auflösung des Hauptquartiers in Busan als auch des Büros in Seoul wurden bereits am 30. April im Rahmen des letzten Shareholder-Meetings beschlossen. Die endgültige Abwicklung sollte dann am 4. und am 6. Mai stattfinden. Natürlich kann das alles einfach ein Zufall gewesen sein, aber das Timing dieser Schritte erwägt natürlich den Anschein, dass Terra und Do Kwan das ganze Drama im Vorhinein schon kommen gesehen haben. Was glaubt ihr, ist das Ganze von Do Kwan ein Ponzi-Scheme gewesen oder, wie der Tether-CEO sagte, einfach ein schlecht aufgestelltes Kartenhaus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für heute war's das aber, wir sehen uns morgen wieder.